Also in Bezug auf die Überplanung des Geländes des ehemaligen Offiziersheimes gab es natürlich vorlaufend schon diverse Interessenten, die auch Planung vorgestellt haben, die aber mehr als abenteuerlich waren und uns da sehr überrascht haben, was für Ideen man überhaupt kommen kann. Und von daher waren wir mal sehr gespannt, was uns diesmal vorgestellt wurde. Unsere Reise führt uns in den Norden der Insel, vorbei an den Kampener Villen, weiter zur Blitzelbucht mit seinen Seekühen und Austernfarmen. Die Landstraße verläuft Richtung Norden, das Wattenmeer auf der einen, Buhne 16 und verwunschene Dünen auf der anderen Seite. Dann nehmen wir die Abzweigung Richtung Ellenbogen. Auf der alten Panzerstraße kann man die militärischen Überbleibsel des Nazi-Regimes nur noch erahnen. Wir verharren in der märchenhaften Landschaft im Bereich des Ellenbogens. Die Flak- und Munitionsbunker hat sich die Natur längst wiedergeholt. Dort, im Osten der nördlichsten Gemeinde Deutschlands, ist etwas entstanden, was der lokalen und überregionalen Presse Munition für ihre Schlagzeilen lieferte. Bei dem skandalträchtigen Bauvorhaben handelt es sich um den Bau des Lanzerhof, der auf dem Gelände des ehemaligen Offiziersheims entstanden ist. Die Truppenunterkünfte waren verfallen und kaum zu retten, und doch hagelt es Kritik von allen Seiten. Die Restaurierung des Hauptgebäudes war ein Bestandteil des Bauprojektes, wenn auch nur ein kleiner. Wir durften in den alten, ehrwürdigen Räumen filmen und bekamen einen Hauch von der Historie dieses Ortes. Verzierungen und Kunstwerke haben den Lauf der Zeit überstanden. Was nicht zu retten war, wurde entfernt und neu aufgebaut. Die alten Türen und Eichenkassetten haben Generationen von Offizieren gesehen, nun werden sie bald im neuen Glanz erstrahlen. Entstanden ist nun ein Luxusressort der Lanzerhofgruppe, die Christian Hanisch 1984 gegründet hat. Die Investitionssumme soll laut Medienberichten irgendwo zwischen 120 und 150 Millionen Euro liegen. Als eines von wenigen Kamerateams durften wir einen Blick hinter die Kulissen werfen. Es erwartete uns ein ganz anderes Szenario als gedacht, denn eigentlich wollten wir einen kritischen Bericht über den erwarteten Millionärs-Wellness-Tempel machen. All die negativen Presseberichte konnten ja nicht falsch sein, oder doch? Die Kritik war überbordend. Den Gegenwind bekommt die Investorengruppe allerdings bei jedem Lanzerhof, der eröffnet wird, zu spüren. Unter anderem wurde das Projekt von Seiten der Naturschützer angegriffen. Nun Fakt ist, dass vom Betreiber wesentlich mehr Dünen gepflanzt als vernichtet wurden. Das ikonische Dach wird sich einfügen und schon bald mit den Dünen verschmelzen. Doch wir sind keine Architekten. Uns hat natürlich die Frage interessiert, was genau ist der Lanzerhof eigentlich und wer sind die Menschen, die dort arbeiten? Nach kurzer Zeit wurde klar, es ist mehr eine Klinik, in der sich Menschen wohlfühlen sollen, als der spöttisch von der Presse bezeichnete Wellness-Tempel. Entschleunigen, entschlacken, Alkohol oder Zigaretten sind tabu, stattdessen gibt es gesundes Essen und viel Sport. Der Klinikbereich erinnert an einen Science-Fiction-Film und der Außenbereich an eine Therme. Was ist der Lanzerhof wirklich? Der Lanzerhof ist ganz klar ein Gesundheitsresort. Wir sind seit über 35 Jahren Vorreiter in innovativer Medizin, Prävention und Regeneration. Und ich bin ganz glücklich mit meinem Team, diese Prozesse demütig und liebevoll und auf professionellstem Niveau unterstützen zu dürfen. Eine Woche Lanzerhof kostet über 7.000 Euro. Dies definiert die Zielgruppe recht deutlich. Und die freut sich über die wunderschöne Architektur in traumhafter Umgebung. Hier Bilder aus der Bauphase. Und wir treffen alte Bekannte, die im Lanzerhof mittlerweile ihren beruflichen Weg weitergehen. Da wäre zum einen Dietmar Prive, vielen als Koch aus der Sansibar bekannt. Er sorgt für die Ernährung der Gäste. Beruflich hat sich für mich verändert, dass ich ja vorher lange, lange in der Sansibar gearbeitet habe und die Sansibar, denke ich mal, mitgetragen habe und da den Genuss etwas
völligen Genuss gelebt habe. Für mich habe ich nachher gemerkt, dass ich einen anderen Genuss brauche. Ich brauche den gesunden Genuss. Und mit meinem Verlieren von, wie gesagt, 30 Kilo habe ich gemerkt, hey, da ist noch mehr. Ich will gesünder, ich will mehr Energie. Und ich habe jetzt einfach mit einem gesünderen Essen mehr Energie. Und jetzt bin ich einfach bam. Bam. Dietmar Priewe weiß, wovon er spricht. Er hat immerhin 30 Kilo abgenommen und einen neuen Lebensweg gefunden. Doch schmeckt dem anspruchsvollen und sicherlich verwöhnten Gaumen der Gäste das gesunde Essen? Und nehmen Sie etwas mit, außer dem Wissen, dass man gesünder leben könnte, wenn man es will? Gesundes Essen muss nicht immer geschmacksneutral sein. Als ich damals angefangen habe, gesund zu leben, habe ich mir Kochbücher geholt und ich fand sie grauenvoll. Die Bilder haben mich überhaupt nicht angemacht und ich wollte eigentlich genau so kochen wie in der Sansibar, nur richtig gesund, aber trotzdem lecker und es funktioniert. Das Feedback der Gäste auf das Essen der Lanzer Hofkur und des Lanzerhofs ist sehr, sehr, sehr positiv. Die Gäste verstehen, was wir vorhaben mit dem Essen. Die verstehen den Sinn, wenn wir bestimmte Sachen ausgesucht haben, wenn wir uns für Produkte entschieden haben, in welche Richtung auch immer, und sind begeistert für unseren Enthusiasmus, den wir mit den Produkten an den Tag legen. Während des Aufenthalts im Lanzer Hof gebe ich den Gästen 3 Kochkurse. Diese Kochkurse sind ganz unterschiedlich und am Ende sind sie dafür da, um den Gast, der nach der Kur nach Hause geht, ein kleines bisschen die Routine für ihre Küche mitzugeben, das Verständnis für Produkte und auch manchmal eine Leichtigkeit des Kochens, weil Kochen ist nicht schwer. Gesundes Kochen ist eine einfache Geschichte, es kommt von Herzen und mit den richtigen Produkten kann man ganz einfache, schöne Gerichte zaubern mit viel gesunden Hintergrund und wir arbeiten auch mit einigen Tricks, Kniffen und Informationen. Aber was ist mit dem Klinikbereich des Lanzerhof? Denn allein mit gutem, gesundem Essen ist es nicht getan. Diagnostik und Behandlungsmethoden, von denen wir bis dato kaum was gehört hatten, werden hier von einem 50-Personen starken Team durchgeführt. Der Bereich wirkt, wie beschrieben, wie aus einem Science-Fiction-Film entliehen. Sucht man ein Synonym für klinisch rein? Bitteschön. Ärztlicher Direktor ist Dr. Jan Stritzke. Und auch er ist begeistert von seinem Job. Ja, ich habe zufällig Fußball mal geguckt, was ich sonst eigentlich nie tue, in einer kleinen Bar in Westerland und habe dann einen Lanzerhof-Stammgast kennengelernt. Und wir haben festgestellt, dass wir die gleiche Faszination für präventive Medizin hegen. Und dann hat er sich angeschaut, was ich bisher gemacht hat und hat dann gesagt, nee, also so würde es jetzt nicht machen. Und hat mir dann den Kontakt zum Lanzerhof vermittelt. Durch ein bisschen Warten habe ich dann den Kontakt zum Chef des Lanzerhofes, Christian Harsch, bekommen. Habe ihn dann selbst in Hamburg getroffen und ich habe mich sofort in das Konzept Lanzerhof verliebt und wollte eigentlich nichts anderes mehr machen. War dann selbst in Lanz, habe dann am eigenen Körper erfahren, was Lanzerhof-Konzept heißt, was das Tolles mit einem macht, wie gut man sich danach fühlt. Ja, und dann war es um mich geschehen. Ich wollte alles machen, um am Lanzerhof Sylt tätig zu werden. Ja, was unterscheidet den Lanzerhof von anderen Einrichtungen? Wir haben zunächst einmal hier die modernste diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, die man sich wünschen kann, um die präventive Medizin eben auch wirklich state of the art darstellen zu können. Wir haben Zeit für unsere Patienten. Wenn Sie sich überlegen, ein normaler kardiovaskulärer Check zum Beispiel dauert in der Praxis vielleicht eine Dreiviertelstunde. Wir haben 2,5-3 Stunden Zeit. Können also mit den Patienten, oder wir nennen sie eigentlich Gästen, viel mehr Zeit verbringen und sie einmal auch viel mehr motivieren damit, eben ihren Lebensstil zu ändern. Das heißt, der Besuch bei uns ist viel nachhaltiger, als wenn sie mal schnell zum Check-up gehen. Und sie verbringen ja bei uns in der Schnitt 10 Tage. Das heißt, wir können die gesamte notwendige Diagnostik hier an einem Ort für sie durchführen. Das heißt, sie kommen einmal in den Lanzerhof Sylt, einmal pro Jahr, und dann brauchen Sie weiter keine weiteren Termine koordinieren. Dann haben Sie quasi die TÜV-Plakette für Ihre Gesundheit gewonnen. Ja, was unterscheidet einen Gast von einem Patienten? Also im Lanzerhof ist es halt so, dass wir versuchen, in der Medizin das umzusetzen, was in der Hotellerie schon immer vorhanden war, eben die absolute Kunden- und Serviceorientiertheit. Das ist in der Medizin eigentlich ja nicht üblich. Man wartet halt lange auf Termine, muss sich eigentlich immer in den Prozess des Arztes einordnen. Hier ist es ganz andersherum. Hier wartet der Arzt auf den Patienten und versuchen eben maximalen Service für den Patienten, für den Gast anzubieten. Den Gast erwartet im Lanzerhof zunächst einmal die Lanzerhofkur.
Das ist eine Fastenkur, wo wir versuchen, seinen Stoffwechsel umzustellen und ihn damit wieder weg vom Diabetes, weg vom Übergewicht, weg vom Bluthochdruck zu bringen. Das ist erst einmal die Basis jeder Behandlung. Die Behandlung dauert etwa 10 Tage. Und in den ersten Tagen ist das Ganze ein bisschen anstrengend für den Gast. Da kommt er in die sogenannte Krisenphase hinein, wo er Kopfschmerzen hat, wo er sich im Zimmer mehr aufhält, wo er wieder Kräfte tankt. Und dann ab Tag 3, 4 hat sich der Stoffwechsel umgestellt. Der Patient wird aktiver, wird kreativ, entdeckt die Insel, macht viele Radtouren und dergleichen mehr. Jetzt hat er 10 Tage Zeit für seine Kur. Da ist noch viel Zeit für Prävention und dann komme ich als Präventionsmediziner dazu, dass eben viele dann ihre gesamte präventive Diagnostik vom Urologen über den Kardiologen über den Dermatologen eben hier bei uns in der Klinik buchen. Die Highlights, die medizinischen Highlights dieser Klinik sind zum einen die diagnostischen Möglichkeiten, die man so in dieser Konstellation kaum woanders finden wird. Wir haben angefangen vom ultramodernen Ultraschall bis hin zum Hautscanner, wo ein 3D-Bild der Haut angefertigt wird. Eben mit künstlicher Intelligenz wird versucht, Hautkrebs frühzeitig zu entdecken. Das ist so in dem diagnostischen Bereich, sind das die Highlights. Und wir haben aber auch im therapeutischen Bereich wirklich viele Highlights, angefangen von der Kletterwand über die Kältekammer, wo man eben rheumatische Erkrankungen, aber auch Stoffwechselerkrankungen mit minus 111 Grad behandeln kann. Zusätzlich führen wir gerade in diesem Raum hier auch das sogenannte Intervallhöhentraining durch, wo man eben im Wechsel sehr viel Sauerstoff und sehr wenig Sauerstoff bekommt. Also quasi Höhentraining am Meer, 3000 Meter hier auf diesem Stuhl sitzend. Wie authentisch der Lanzerhof tatsächlich ist, erkennt man nicht nur am kulinarischen und medizinischen. Friedrich Joosten, der sportliche Leiter, ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht. Seine Passion ist das Bouldern. In der Wenningstedter Boulderhalle trifft man ihn häufig an. Ein Überzeugungstäter also. Er bringt nicht nur den Sport bei, er vermittelt einen Lifestyle. Ich bin Friedrich Joosten, 37 Jahre alt, Diplom-Sportwissenschaftler von der Sporthochschule in Köln mit dem Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation und seit 8 Jahren auf der Insel und mit Freude hier im Lanzerhof auf Sylt das ganze Projekt mitzuentwickeln. Anderes bieten, was sie sonst vielleicht auch nicht haben, nämlich sogar 2 Boulderwellen. Und der Vorteil ist, der zweiten Boulderwand. Wir haben eine kleine, eine therapeutische Boulderwand, wo wir mit den Gästen ganz klein anfangen können. Was primär ein Gut ist, dass wir erstmal kennenlernen, worum es überhaupt geht. Es geht gar nicht darum, hochzuklettern, sondern sich selber an der Wand kennenzulernen, nenne ich das gerne. Dass man mal ein Gefühl entwickelt, wie ist mein Körperspielraum, wie ist mein Bewegungsspielraum. Gar nicht nur auf die Kraft bezogen, sondern auf alles Mögliche. Ich habe extrem viele Benefits des Boulderns. Nicht nur Kraft, sondern auch Beweglichkeit, Koordination, Balance und mentale Stärke, die ich entwickle. Und das ist eben der schöne Effekt. Und das ist so ein Nebeneffekt, der mitkommt, neben dem normalen Training. Und das ist der Riesenvorteil, ein Setting zu haben, wo keine große Boulderhalle ist, wo viel los ist, sondern wir im 1:1 mit dem Gast sehr persönlich einfach mal an der Wand sein können, um das kennenzulernen. Ich kann die Gäste unglaublich gut motivieren, weil wir sie da abholen, wo sie sind. Sie sind auf einem Energieniveau, was oft nicht sehr hoch ist, der Kur bedingt. Und das ist schön, dass wir auch gar nicht den Anspruch haben, hier Höchstleistung zu bringen. Und das ist unser Vorteil, dass wir mit den Gästen unglaublich individuell arbeiten können. Nicht in Höchstform, sondern da machen wir ganz andere Schwerpunkte. Und wir gucken, wir brechen es auf das Thema Bewegung konkret runter. Was ist eine Bewegung und wie fühlt sich das an? Was für Baustellen habe ich? Und dass wir da auf kleinstem Niveau erstmal anfangen und den Gästen vor allem was mitgeben können, was sie in den Alltag integrieren können. Also geht es da gar nicht darum, Höchstleistung zu bringen, sondern mitgeben, lernen und sich selber fühlen. Wenn man die eine oder andere Person hat, die auch vielleicht einen Bekannteren gerade dabei ist, ist es schön, dass wir auch gerade mit den Menschen so umgehen wie mit jedem anderen auch. Und das genießen die total, dass einfach mal komplett normal zu sein und nicht in Status Promi zu haben und zu leben und zu nutzen, sondern wirklich mal zu sagen, hier bin ich für mich, hier kann ich das genießen, hier kann ich runterkommen, hier kann ich mich um mich kümmern. Und das ist einfach die Aufgabe, hier kümmere ich mich um mich. Viele kümmern sich immer um andere. Und dementsprechend habe ich hier den großen Vorteil, das mal zu genießen und mal komplett runterzukommen. Doch wie kam es eigentlich zu dem ganzen Projekt im beschaulichen List, das nicht nur regional, sondern auch überregional für Aufsehen sorgte und durch die weltweite Presse ging? Der langjährige Bürgermeister Ronald Benck klärt auf. Ja, also in Bezug auf die Überplanung des Geländes des ehemaligen Offiziersheimes gab es natürlich vorlaufend schon diverse Interessenten, die auch Planung vorgestellt haben, die aber mehr als abenteuerlich waren und uns da
sehr überrascht haben, was für Ideen man überhaupt kommen kann. Und von daher waren wir mal sehr gespannt, was uns diesmal vorgestellt wurde. Diesmal hatte es aber Hand und Fuß und wir haben gesehen, dass es auch ein bisschen Substanz hatte, was dort gezeichnet wurde. Überrascht waren wir darüber, dass es das längste Reetdachhaus Europas werden sollte und das Ganze dennoch ohne Giebel. Also ein Reetdachhaus ohne Giebel ist für viele Sylter nicht vorstellbar. Das war neu für uns, damit mussten wir uns erstmal anfreunden. Aber der Architekt meinte, das kriegt er hin, auch ohne Wassereinbruch und was auch immer da zu befürchten war. Wir alle, die hier leben, wissen, dass das bei Sturm und Regen nicht ganz einfach ist, überhaupt irgendwas dicht zu kriegen. Aber das war jetzt ja Sache des Bauherrn und das ganze Projekt wurde doch wohlwollend dann schon mal ins Visier genommen und kam dann auch hin, dass wir eine Bürgerversammlung hier in diesem Raum, wo wir gerade stehen, veranstaltet haben, wo wir mal ausloten wollten, wie dann die Lister Bevölkerung zu diesem Bauvorhaben steht. Und auch da gab es grünes Licht, das heißt, eine überwältigende Mehrheit fand dieses Projekt doch ganz vernünftig. So, und dann haben wir weiter natürlich in vielen, vielen Bauausschusssitzungen und Gemeindevertretersitzungen darüber beraten, beschlossen, wie kann das Ganze funktionieren. Und der Bauherr hat hier vieles vorgestellt und das ist auch ein sehr namhafter Architekt, der das Ganze hier begleitet hat und hat uns dazu gewogen, dass wir dem ja, zustimmen konnten, was dort passieren sollte. Die versiegelte Fläche, das ist das, was ja immer wieder betont wird, der Düne das Herz rausgerissen und so weiter, stimmt so nicht ganz, sondern nur in Teilen, weil die versiegelte Fläche ist nicht größer geworden oder nicht viel größer geworden, als die vorher auch schon versiegelt war. Das heißt, dort standen ja auch schon Gebäude und das vergisst immer gerne jeder. Wir haben da nicht auf einer grünen Wiese geplant, sondern das Ganze war überbaut und versiegelt. Und das, was jetzt entstanden ist, hat natürlich da ein bisschen mehr Charme als das, was vorher da stand. Ich erwähne hier nochmal die gern genannten Strandhäuser, die unten waren. Das war ja so Kaserne 2000. Wo schon die Brandmauern umgefallen waren und dort lagen und die BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, sich nicht darum gekümmert hat, dass es dann wieder auch aufgemauert wird. So entwickelte sich dieses ganze Gelände langsam zur Brache und das war natürlich nicht das, was uns vorschwebte, sondern wir wollten uns so ein bisschen von dem Militärscham lösen und dort touristisch was Neues mal entwickeln und das war in diesem Fall eben der Lanser Hof. Der viele Vorteile hat in unseren Augen, weil seine Hauptgeschäftszeiten liegen außerhalb der normalen Saisonzeiten, die wir hier auf der Insel haben. Und das Publikum ist auch neu, das heißt, das haben wir hier im Ort bisher nicht gehabt. Und von daher tut es dann auch keinem weh. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieses Klientel sich hier in den Ort integrieren wird. Das heißt, es wird hier einkaufen, es wird hier essen gehen und nicht nur in den Räumlichkeiten des Lanser Hofes verweilen. Das ist bisher auch meine Erfahrung. Der Betrieb läuft ja schon seit längerem und ich habe hier schon viele kennengelernt, die sich hier in dem Ort unterwegs gemacht haben und die Ansehnlichkeiten des Ortes sich einverleibt haben. Also von daher ist das eine gute Sache und zudem haben wir natürlich 150 neue Arbeitsplätze, die hier geschaffen werden, die dann auch den Ort bespielen und auch das ist natürlich ganz wichtig. Auch nach einer umfassenden Recherche konnten wir kein Haar in der Suppe finden. Vielleicht, dass der Lanser Hof nur von der Insel nimmt und nicht zurückgibt? Als ich damals in meiner Phase war, wo ich so abgenommen habe, da war ich super begeistert und wollte jeden von diesem Hoch mitnehmen. Und als ich dann das Gespräch hatte mit dem Dr. Jan Stritzke, da hatten wir beide unabhängig davon eine große Vision, einen großen Traum, den wir hier auf Sylt für die Sylter machen wollten. Wir wollen zusammen einen Kochkurs machen, eine Kochschule oder eine Gesundheitsschule anbieten. Wir wollen gerne in die Schulen gehen und wollen den Jungs und Mädels erklären, wie funktioniert gesunde Ernährung, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, du darfst keinen Zucker mehr essen, weil das wird nicht funktionieren. Ich habe einen Sohn, der erklärt mir jeden Tag, dass es nicht funktioniert, aber man muss eine Lösung finden und zu sagen, hey, mach so und so funktioniert es und dann sind wir alle auf der richtigen Spur. Und das ist der große Traum und das, was Lanser Hof auch der Insel geben möchte, die Gesundheit. Wir wollen einfach gesund weiterbringen. Zusammengefasst ist dieses Ressort im Norden der Insel ein Gewinn für Sylt. Die Wogen der Entrüstung haben sich mittlerweile geglättet. Ganz sicher ist der Aufenthalt nicht zu jedermanns Brieftasche kompatibel und doch zu empfehlen.
Nicht umsonst lassen sich hier Promis aus der ganzen Welt durchchecken. Namen und Gesichter dazu gab es allerdings nicht. Diskretion ist oberstes Gebot. Und so war auch die Führung, die Sultan vor einiger Zeit angeboten wurden, nur oberflächlich. Verständlicherweise. Zu sehen sind die ikonischen Reetdächer des Lanzerhof am Ortseingang auf der rechten Seite. Auf das Gelände kommt man allerdings nicht. Eine Sicherheitsfirma sorgt dafür, dass die Gäste ihre Ruhe haben. Für mehr Informationen über die Insel abonniert unseren YouTube-Kanal, schaut uns im Kabel TV oder auf Zattoo.